Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Ja, im letzten Part haben wir einen ganzen Part für ein Rennen gebraucht für dieses wundervolle Rundkursrennen mit 4 Runden. Ich habe mich jetzt entschieden, weil hier 3 Radarrennen in einer Reihe sind, mache ich natürlich nicht alle nacheinander. Das wäre ein bisschen unabwechslungsreich. Deswegen machen wir ein Radarrennen, dann machen wir ganz unten vielleicht eins, dann wieder ein Radarrennen. Und so weiter. Dann kriegt man die auch noch rum. Was mich mal gewundert hätte, oder was mich gewundert hat, besser gesagt im Spiel, wir wurden, ihr habt es ja auch selber gesehen, in der Wiederholung, wenn ihr uns nicht angeschaut habt, musst ihr natürlich nicht, wurden wir immer wieder auf die Reifen gesetzt. Meiner Meinung nach nicht mehr durch Glück, sondern wirklich vom Programm selber, weil man. Manchmal war es schon eigentlich unmöglich und trotzdem hat es uns wieder auf die Räder gesetzt. Würde mich mal interessieren, ob ihr dazu was wisst oder ob jemand irgendwie eine Vermutung hat, weil es sah ein bisschen so, als ob es nur bei dem Rennen war bis jetzt, aber denn es hat mich auch schon mal auf den Kopf gestellt, dass nicht, aber bei dem Rennen war es schon sehr offensichtlich. Weiß ich nicht. Deswegen, wenn ihr da eine Ahnung oder irgendwas habt, könnt ihr mir ja mal mitteilen. Würde mich interessieren, wie das da ist. Ja. Gut. Bis jetzt schlagen wir uns ganz gut hier. Sieht zumindest so aus. Fährt sich auch sehr angenehm im Gegensatz zum Rundkurs jetzt von vorhin. Das ist ganz gut. Was ich mir noch wünschen würde, jetzt wäre mal wieder ein Rennen mit Polizei, dass wir einfach mal wieder eine Verfolgung starten könnten, der wir alles machen können an Meilensteinen her. Ich würde schon gerne schaffen. Ich glaube, ihr wollt es auch. So, fahren wir hoch. Ich glaube, wir liegen ganz gut vorne. So, die Wand ausgenutzt, um wieder gerade zu fahren. Und ja, wir liegen ganz gut vorne, sind auch vorne. So soll das Rennen einfach mal laufen. Sehr schön. So. Oh, eine Nacht von Rock. Kopf-Spezialeinheiten. Du erregst viel Aufmerksamkeit. Achte auf die Fahndungsstufe deines Wagens. Wenn du Fahndungsstufe 5 erreichst, bekommst du Ärger. Auf dieser Stufe werden schwere SUVs, aggressive Hubschrauber und dein schlimmster Albtraum eingesetzt. Das Corvette-Geschwader von Cross. Wenn du es vermeiden kannst, lass dich nicht mit ihnen ein. Okay, danke für die Nachricht. Und danke auch für die Nachricht von Freunds mit dem Tunen. Und wir gehen schnell zurück, bevor wir dagegen knallen. Und starten das nächste Rennen. Und ihr seht jetzt, was ich meine, wenn hier der Titel weg ist. Das sind nämlich beides Mautstellenrennen. Und wir machen einfach mal das eine Mautstellenrennen. Und können dann wieder einen letzte Rennen machen. So haben wir noch ein bisschen Struktur drin. Wir könnten natürlich jedes Rennen machen, ist egal, aber ich mag Struktur schon gern drin haben, dass ich auch so ungefähr planen kann, wie viele Parts ich denn noch ungefähr brauche bis zum nächsten Boss-Enemy Blacklist-Fahrer. Was ich euch auch noch zeigen wollte in dem Spiel, sind natürlich, es gibt nicht nur diese Sicht vom Fahren her, es gibt auch noch ein paar und die ist ganz interessant, wenn man Spaß dran hat, ein bisschen wie so ein echtes Rennen oder besser gesagt wie so ein echtes Auto zu fahren. Es ist ganz lustig, aber nicht so leicht zu fahren dann auch, weil man halt nur wirklich das vor sich sieht und ja, auch nicht wirklich gut. So sieht dann auch Slow Motion aus. Und ich würde es einfach mal zeigen. Ich mache das jetzt einfach mal für dieses Rennen hier, um ein bisschen Abwechslung auch reinzubringen. Weil sonst ist es schon immer wieder das Gleiche. Und das wollen wir auch nicht, dass alles hier gleich und stupide wird. Und wir wollen ja immerhin Spaß dran haben. Das ist ja das oberste Ziel der Let's Plays, finde ich. Wow, das ist mein persönliches, was ich an Let's Plays sehr schätze, dass man Entertainment hat
Spaß dran hat vor allem. Wow, 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 ich fahre wieder wie ein Stein mit Rädern. Deswegen werde ich auch mal wieder in meine Lieblingssicht gehen. So, die fährt sich für mich angenehmer. Und ja, sag ich und fahr trotzdem in den Typen rein. Das ist sehr süß, super, super. Und ja, ich habe gesehen, dass wir da hinten auch anders fahren können, aber ich wollte nicht. So, wir haben ja eh genug Zeit, weil wir wirklich nicht, na gut, da wollte ich falsch ausweichen, ja, nicht viele große Fehler gemacht haben, bis auf die paar Autos, die wir immer mitgenommen haben. Ah, wow, wieso standen der da schräg, Mensch, das war ich gar nicht. Aber gut, es gibt auch noch andere Fahrer außer mir. Finde ich auch ganz lustig, wenn man mal aus Versehen in so ein Rennen hineinfährt und dann einen mitnehmen würde, so, weil man sich kreuzt. Das wäre irgendwie lustig. Ja. Gut. Also ich finde wirklich die Mausstellenrennen sind immer sehr entspannend, weil man halt wirklich nur die Zeit hat und sich. Und ja, das geht meistens relativ entspannt, weil man nicht gegen Wände fährt. Gut. Ja. Okay. Mir fällt gerade schon wieder kein Stoff mehr ein, den ich erzählen kann. Vielleicht sollte ich mir auch mal Notizen machen und die an meinen Bildschirm hängen. Aber wir haben es ja eh geschafft. Sehr schön. So, weiter geht's zum nächsten Rennen. Zum nächsten Glück. Links oder rechts? Ja, machen wir einfach mal das linke. Ich habe keine Ahnung, welches da auf uns zukommt. Ich weiß nur, dass es Radarfallen geben wird. Und ich schaue es auch selber mal wieder drin. Ab und an muss man das auch dann noch zeigen. Mal wieder einen perfekten Start, sehr schön. Den kriegt man doch dann auch nicht immer hin. Und wo sind wir denn jetzt? Ach ja, stimmt, hier sind wir. Okay. Für einen kurzen Moment. Aha. Oh. Die Orientierung verloren. Das ist auch. Wow. Ja. Nein, ich hab ihn. Boah, das war knapp, das war knapp, das war knapp. So, hier war das. Manchmal ist es schon ganz gut, wenn man nicht auf die Karte schauen muss und einfach auf diesen Radar achten kann. Und, Polizei! Das, was ich mir gewünscht habe, sehr schön. Was ist los? Ich bin nicht vorne. Okay. Gut, dann mal doch ein bisschen mehr Konzentration reinbauen. ja, mal schauen. Noch sind wir Dritter scheinbar. Scheinbar fahren wir gar nicht so gut. Was? Wir sind doch Bombe. So, jetzt sind wir wieder hier. Hui, hui. Und hua. Ja, super. Bravo. Ja, bravo. An mich. ich mach's einfach gleich nochmal, dann kann ich's gleich besser machen. Diesmal schon. Einfach nur, um zu schauen, ob es wirklich auch besser geht oder ob ich einfach nur zu doof war. Oder ob es einfach so gewollt war. Weil an sich ist das hier nicht wirklich schwer. Wenn man nicht gerade jedes Taxi mitnimmt. Vielleicht auch mal ab und an ein bisschen. Ah, ja. Wieder ein Taxi mitnimmt. Sollte es eigentlich möglich sein. So, ah, schön. Erstmal verkackt und so. Nicht halten. Oh Mann. Das kann ich nicht leiden, weil dann schaffe ich es irgendwie nicht auszuweichen, weil ich genau reinweiche.
Ja, ich weiche rein. Wahrscheinlich, weil man sich darauf konzentrieren will, nicht reinzufahren, dann genau drauf fährt. Und ja. Yay, Polizei. Schön euch. Schön euch an uns zu haben, mal würde ich sagen. Ja, wir sind wieder auf dem dritten Platz, also. Oh, okay. Ja, gut, das liegt an mir. Gebe ich ja zu. Aber vielleicht wird es mit einem späteren noch besser, wenn wir nicht diesmal wieder so wundervoll hinklatschen. Nein, sehr gut. Gut. Okay. Polizei, spring. Verdammt. Boah, was ist denn los hier? Also ich bin letzter Platz. Okay, jetzt nicht mehr, aber trotzdem. Na komm. Mann. Das war, glaube ich, das dritte Taxi. Und diesmal waren es wirklich Taxis. Nicht nur taxifarbene Autos, sondern auch Taxis, wirklich. Aber vielleicht wird es ja doch noch besser wieder. Weil es sieht ja nicht so schwer aus, eigentlich. Aber wenn ich sage eigentlich, dann bin ich halt einfach nur zu doof dazu. Yay! Yay, so. Oder whatever. Okay. Ich glaube, das war ganz gut diesmal. Wir haben das gerade das Auto nicht mehr richtig steuern. Ich muss hier also mal runter von dem Gras. So. Nein. Okay, und jetzt Gas, 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 Gas. Okay. So. Nein. Du biegst zwar ab, aber nicht in mich hinein. So. Und jetzt sieht das schon um einiges besser aus. Ja. Schön, das gefällt mir gerade. Wir werden verfolgt von der Polizei und können dann eventuell wieder eine lange Verfolgung draus machen. Nehmen wieder irgendwelche Autos mit, was diesmal kein Taxi war. Ja. Konnten ein paar Autos zerstören. Yay. Ja. Was gibt's noch zu erzählen darüber? Kommt gerade wieder relativ tolle Punkte gemacht. Nicht wirklich. Aber vorne ist schon das Ziel, das heißt, wir haben noch ein bisschen was an Abzug kriegen. Okay, wir haben gewonnen, sehr schön. Dann lasst uns mal eine Verfolgung draus machen. Eine richtige, die dann sich noch lange erinnern wird. Ich habe noch keine Ahnung, wo uns der Weg hinführen wird. Auf jeden Fall gegen eine Wand. So. Achso, ja, Polizeiwagen müssen wir rammen. Sehe ich gerade. Und ich will hier auf die Autobahn. So. Na, kommt ihr? Na, kommt. Okay, dann jetzt wieder Gas geben. Gut. So, Fahrrad hat man noch nicht. Na gut. Gut, dann. Wir brauchen einiges. Und noch viel mehr. Gut, da haben wir drei. Und wie viel brauchen wir? Ich glaube 28 oder so. Relativ viele auf jeden Fall. Rasen brauchen wir auch noch, glaube ich. Oder das noch schnellere auf jeden Fall. So, da oben war wieder einer, den ich. So, aha. Haben wir wieder einen und einen kaputt gemacht. Ja, das habe ich gesehen. Da vorne ist wieder einer, den wir rammen wollen. So, Hammer. Sind wir bei. Ah, habe ich verfehlt, okay. Ja gut, jetzt haben wir die verloren.
Wir haben die Meilensteine wenigstens geschafft, wenn wir jetzt nicht erwischt werden. Ja, was fährst du noch einfach weiter? Verstehe ich nicht. Na gut, will mich jetzt daran nicht aufregen, deswegen fahren wir einfach weiter. Wenn uns noch einer entgegenkommt, nehmen wir den gerne mit. Wenn wir entkommen, ja, sind wir entkommen. Dann wird man wenigstens nicht erwischt. Ja. Aber am Ende haben wir Glück, weil ich höre schon, jo, da vorne ist wieder einer, sehr gut. Haben wir geschafft, einen zu finden. Und auch gleich Barriere, dann haben wir 6. Fehlen uns ja nur noch viele. 22. So, jetzt fehlen nur noch 21. Wieso folgt mir denn jetzt keiner? Na kommt. Brav. Gut, da vorne ist wieder eine. Das heißt, ne, wieder ganz entspannt. Der einen mitnehmen. Und. Verdammt. Straßensperre hat sich aufgelöst. Oha! Ich hoffe, der hat mich jetzt wieder. Gut. Nicht bedacht, der biegt einfach ab. Okay, na gut. Dann fahren wir einfach gerade weiter. Weil diesmal halt. Ah, da vorne ist. Ja, da vorne ist wieder eine Straßensperre. Das heißt, da krachen wir durch. Und drehen um. So. Rückwärts und dann vorwärts. Okay. Sehr schön. So. Ihr könnt keine Gewalt anwenden. Also ihr dürft schon. Ihr seid nämlich Amis. Amis sind normales. Und mein Headset geht leer. Das ist ein schlechter Moment. Ein sehr schlechter Moment. Da vorne ist wieder eine Straßensperre, durch die ich durchspringen kann. So. Und dann nehmen wir gleich noch einen mit und fahren in die andere Richtung. Und ja, okay. Versuchen wir zu entkommen, auch wenn wir jetzt natürlich nichts komplett erfüllt haben, außer die Meilensteine. Aber ich kann auch gerade nicht. Obwohl doch. Wartet mal kurz, wenn ich hier wieder in einer günstigen Lage bin. So, jetzt. Ich mache kurz einen Schnitt. Hoffentlich klappt das. Bis gleich. So, da sind wir wieder und weiter geht's auch schon. Hab schnell mein Headset einfach mal ans angeschlossen. Einfach mit dem Kabel. Und weiter geht's. Vor allem das sind noch keine aggressiven Helikopter. Okay. So, Nummer 16. Ich sehe nichts. Es ist zu hell. Gut. Also ich. Die möchte ich nicht berühren. sehr schön. Ja, toll. Aha, 17. Davon ist noch einer. Nee, hinter mir. Na gut. Ich halte jetzt nicht für den an, um ihn zu berühren. So. Ich hab ihn verloren. Na komm. Sehr schön, hat er mich wieder. Und wir können wieder loslegen. So. Den nur an der Seite streifen, am besten kaputt machen. Ah, damals durchquetscht. Sehr gut. Den haben wir berührt. Den haben wir. Wollten wir auch berühren? Ich weiß nicht, ob das gezählt hat. Wieder alle fahren hier, Mensch. Keine Kontrolle in sich. Da waren wieder SUVs scheinbar, die mir wieder das Leben zur Hölle machen wollten. Aber ich so, nö. Lass mal sein. Mit dem Kuscheln mit euch beiden. Ihr seid mir zu schmerzhaft.
und werden jetzt verfolgt von ganz, ganz vielen Polizeiwagen. Da vorne ist wieder einer. Ja, da war wieder eine Straßensperre scheinbar, die ich aber jetzt nicht mitnehmen konnte. Da vorne ist wieder eine, die ich wieder nicht mitnehmen will. Aber den... So, fehlen nur noch 7 Stück. Und Kopfgeld haben wir auch bald. Ja. So, gut, dass die Polizisten vor mir reingekracht sind. Das heißt, ich konnte mich dadurch, ja, wie er sagt, schlängeln. Und so konnten wir uns nochmal durchschlängeln. Okay, nee, den nehme ich nicht mit. Sicher ist sicher. Ich hoffe, die verfolgen mich weiter. Ja, sehr schön. So, wieder. Nö. Lassen wir mal, ne? Okay, aber es läuft bis jetzt, meine ich, ganz okay. So. Da haben wir fast... Oh, wir haben bald das, das Kopfgeld, den Zerstörungsgeld geschafft. Ah, gut, Sachschaden heißt es, genau. Und hab auch schon die, jetzt fehlt mir nur noch ein bisschen viel Kopfgeld. Ja, mal schauen, wie wir das jetzt hochkriegen wollen. Das wird schon irgendwann irgendwie, wenn wir noch ein bisschen verfolgt werden. Vielleicht haben wir dann durch ein paar Straßensperren durchknallen. Und mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Verdammt. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. So, umdrehen, vorwärts. Hat auch gut geklappt. Okay, war mal wieder in die Richtung. Habe ich kein Problem mit. Ja. Muss natürlich nur hoffen, dass wir nicht unbedingt in Stufe 5 hochkommen. Groß, oder groß hochkommen. Okay, hat geklappt. Ich war jetzt für einen Moment so, oh Gott, wird das jetzt klappen? Aber wir haben noch ein SUV kaputt bekommen, sehr schön. Die geben nämlich einiges an Knetern-Kopfgeld dazu, wenn man die kaputt kriegt. Dann merke ich es, oder besser gesagt, sehe ich gerade. Nee. Nee, dann lieber nicht. So, oh. Ja. Trotzdem geklappt. So. So, so. Oh! Okay, hat nicht unsere Reifen berührt. Sehr gut. Bin mir jetzt bloß gerade unsicher, ob der es hinkriegt, herzukommen. Ja. Gut, der kommt. Das heißt, ist der jetzt runtergefallen? Verdammt, ist der jetzt ernsthaft? Na komm. Sehr schön. Boah, er hat sich selbst kaputt gemacht. Ich bin nicht schuld. Okay, dann entkommen wir einfach mal diesmal und machen halt das Kopfgeld nochmal in einem späteren. Nicht schade, ich hätte jetzt gern alles auf einmal abgeschlossen, aber die Möglichkeit ist gerade einfach zu gut, Leute. Die muss ich nutzen, das wisst ihr ja. Von daher. Werde ich einfach mal verstecken und beenden. So. Sehr gut. Wir haben wenigstens 3 von 4 Sachen gelöst. Das ist ganz gut. Und wir können uns eigentlich auch nicht beklagen. Immerhin haben wir es geschafft.
Aber ich hätte gerne alles auf einmal gehabt. Muss ich ehrlich sagen. Okay. 9 Minuten haben wir gebraucht. Gut. Hätte ich gesagt, wir sehen uns im nächsten Part von Need for Speed Most Wanted wieder. Bis dahin. Ciao.